Wir haben jetzt hier ein 12-jähriges Pferd, bewegt sich dann auf der LM-Basis, stimmt's? Genau. Wenn Sie zum Beispiel so Unterricht geben, dann müssen Sie immer mal mit dem Schüler sprechen, weil nämlich die innere Losgelassenheit des Reiters sehr, sehr wichtig ist. Die meisten verklemmen sich und machen dann krampfartige Bewegungen. Vom Pferd wird diese sofort aufgenommen und es äußert sich dann in einer, dann etwas... Haben Sie das gehört? Sie denkt, ich will mit dem Pferd reden. Natürlich will ich mit dem Pferd reden. Nur, ich muss auch mit dem Pferd kommunizieren. Nur, das Pferd muss mich verstehen. Und wie versteht mein Pferd mich? Durch meine Hilfengebung. Das ist die Sprache, die ein Pferd verstehen muss. Aber du musst aber auch dein Pferd verstehen, was sagt es dir? Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich im Moment feststelle, was will mein Pferd mir sagen? Was will die jetzt dir sagen? Was glaubst du jetzt einfach? Du bist ja redselig und deswegen kannst du das jetzt auch mal sagen. Die will da stehen bleiben. Möchte sie am liebsten. Aber was machen wir dagegen? Weiterreiten. Genau. Und wenn das Pferd äppeln will, weiterreiten. Wenn du Turniere reitest, kann er ja nicht auch einfach stehen bleiben. Aber das wichtigste probate Mittel ist dabei, mein Pferd so vorbereiten, dass das in der Prüfung nicht passiert. Das heißt, ich nehme mein Pferd vorher schon mal raus, eine Stunde vorher oder zwei Stunden, und arbeite dann mein Pferd in der Losgelassenheit, sodass es sich löst, auch vom Kopf her. So, jetzt haben wir genug leicht getrabt, stimmt? Hast du oben schon ein bisschen geritten? Die Dame macht einen sehr entspannten Eindruck, oder? So soll es aber auch sein. So, sich ein bisschen mehr loslassen, aber man merkt, dass nicht der Sattel so zum Pferd gehört. Das merkt man auch. Wir haben hier einen Sattelmeister. Was wird der denn dazu sagen? Herr Sattelmeister, der hört gar nicht, der unterhält sich. Also der will nichts mit uns zu tun haben. Merkst du das? Okay. So. Also das ist schon ziemlich unbequeme Sitze, nicht? Da weiß ich jetzt so wenig mit anzufangen. Da müssen wir sehr darauf achten, jetzt mal einmal aussitzen, mal gucken, wie denn das aussieht. So, mal einfach mal aussitzen. So, hier würde ich sagen, mal zwanglos die Knie etwas nach hinten hinnehmen, etwas zwanglos versuchen, das Gesäß mal zum hinteren Teil des Sattels platzieren wollen. Nur wollen, bei jedem Trabtritt so ein bisschen nach hinten so, dass man wenigstens da dran setzt. So, die Fäuste eine Handbreit über den Wüterriss tragen, die Zügel kurz genug, ja, und locker die Mittelposition so behalten, halbe Parade. Wir müssen jetzt mal versuchen, ob wir dieses Pferd ein wenig in die relative Aufrichtung bekommen. So, halbe Parade und loslassen. Die Hand vor, etwas, nicht wegschmeißen die Zügel. So, und jetzt setzt man sich so ein klein wenig mehr hin, etwas. Man denkt dran, weiterreiten. Warum halten? Schon wieder, der will mir was sagen. Weiterreiten, komm, so, locker. Jawohl, und Handwechsel, Parade, wieder Parade. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben vorhin so ein bisschen unterhalten, dass also das Pferd mal so ein bisschen in den Seitengängen geübt werden soll. So, weiter sitzen, ruhig mal die Gerte etwas anlegen, um so ein bisschen, nur ein bisschen. So, jawohl. Okay, loslassen vorne, wieder die Hand etwas weg. Ja, die Kandare hat ja gar keine Wirkung bei ihr. Deswegen könnte sie die auch einfach ausschnallen. Wir haben sie jetzt als einfach Kandare da drin. So, halbe Parade. Hier müssen wir einfach dieses Pferd ein klein wenig mehr aus der Hinterhand fordern, um ein bisschen mehr relative Aufrichtung zu bekommen. Das geht aber erst nur mal auf dem Zirkel reiten. Auf dem Zirkel geritten. So, und immer lockerer. Wir sehen, dass das etwas besser wird mit dem Sitzen auch. Fäuste aufrecht halten. Ja, ich bin noch so ein bisschen vom alten militärischen Schlag. Ich bin auch dafür, dass sehr diszipliniert geritten wird, Huflachfiguren. Das heißt, von Punkt zu Punkt, auch der Zirkel hat Zirkelpunkte. Schon mal gehört? Ja. Schon ein bisschen.
nicht zu viel stellen, das ist okay, halbe Parade, nicht innen zu viel ziehen. Wir müssen das natürliche gerade gerichtet sein eines Pferdes aber auch nicht unterbrechen. Wir müssen das unterstützen. Nochmal Handwechsel, Parade vor dem Wechsel, Parade ruhig, die Fäuste zu, loslassen. Also wenn man weiß, dass sie anhalten will, dass sie vorne anhalten will, dann müssen sie aber auch mal sagen, so, jetzt nicht weiter, so, nochmal aufpassen jetzt, aufpassen, so. Wenn ihr Reitlehrer zum Beispiel oder der Reitlehrer in der Bahn steht, darf der immer anhalten? Aha, Wahnsinn, der steht nicht in der Bahn, ich gehe gleich raus. So, jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten hier. So, ja gut, Hände runter, die äußere Hand, so die Gerte etwas anlegen. So, wir wollten noch ein bisschen an den Seiten gehen, aber das geht nur, wenn also das Pferd aus der Hinterhand so jetzt leicht werden in der Hand, weich die Gerte anlegen, anlehnen, nicht so, nochmal, etwas. So, nicht zu viel, nicht, dass uns dann da in die Zuschauer reinspringt. So, ruhig. Schlangenlinie durch die Bahn, weiter sitzen. Lang das Bein, nicht immer dauernd unterstützen. Wenn wir ein Pferd dauernd unterstützen, dann wird das Pferd stumpf auf meine Hilfen. So, jawohl. Und wieder loslassen, vorne, weg die Hand. Wieder aus der Hinterhand die Anlehnung erarbeiten. So, das Bein, erst kommt das Bein, erst kommt die Schenkel. So, und wenn das nicht ausreicht, kommt die Gerte etwas. Handwechsel wieder, Parade vorher. So, nicht zu viel den Hals rumziehen und wieder sitzen, immer die Gerte etwas wirken lassen, etwas, komm. So, jetzt müssen wir mal an den Ernst einer Reitstunde denken. Wir wollen das Pferd gymnastizieren. Zur Gymnastizierung brauchen wir aber Kraft. Wir brauchen etwas, wo wir den Muskel mit anstrengen. Nicht verkrampfen lassen. So, weich, ruhig weiter. Auch die Gerte so anlegen, dass es nicht ruckweise Antworten gibt von seitens deines Pferdes. Weich dran lehnen, lass mal die Gerte einfach dran. So, lass mal war dran, immer ein bisschen, damit das Pferd das, so, noch wehrt er sich dagegen. So, loslassen wieder die Hand innen. Genau, loben mal mit der inneren Hand, loben. So, nicht nur krabbeln, sondern anklopfen. Etwas anklopfen. Ja, nicht? Ja, er ist wieder gekrabbelt. Immer ruhig mit der Hand vorgehen, das hat dann doch zwei Dinge, einmal das Lob und einmal das Nachgeben und reiten, weiter. Komm. So, genau.